Hallo, mein Name ist Jesus. Ich bin hier bei ImTalk mit bei BT. Hab mit ihr ein bisschen über mein Album und diverse andere Dinge geredet. Viel Spaß, zieht's euch rein. ImTalk mit. Rapper Mittwoch TV ImTalk mit. Ich bin eure BT und sitze heute mit Jesus, unserem Künstler aus dem Süden. Wie geht's? Sehr gut, dir? Was hat dich nach Berlin getrieben? Du hast noch nicht gesagt, wie es dir geht. Ausgezeichnet, hervorragend und ja, sehr gut. Super. Wir sind ja heute hier, um ein bisschen über dich zu sprechen und ich würde gerne einfach mal anfangen mit, wie bist du überhaupt zum Rappen gekommen? Wie bin ich zum Rap gekommen? Ich bin zum Rap gekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich alles mitrappen konnte, was ich gehört habe. Und dann habe ich die Sachen irgendwann immer mitgerappt und dann haben meine Freundin zu mir gesagt, ich schreibe doch selber was. Ja, und das habe ich dann gemacht. Von Anfang an gleich auf Deutsch? Nee, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mein erster Song war auf Englisch, der war auch, glaube ich, richtig scheiße. Und das habe ich dann aber auch Gott sei Dank schnell eingesehen und dann auf Deutsch weitergeschrieben. Ist der noch irgendwo zu hören? Kann man den irgendwo bekommen? Den habe ich nie aufgenommen, den habe ich nur geschrieben. Ich habe hab alle meine Texte gesammelt, ich habe so, glaube ich, 2 Kartons voll. Und da ist der drin, aber der wird niemals die Öffentlichkeit erblicken. Bushido hatte ich mal als Lehrer von K1 bezeichnet. Was genau versteht man darunter? Ja, ich war sein Mentor halt. Also so wie er es beschrieben hat, habe ich ihn halt, also ich habe ihn damals entdeckt in einem relativ frühen Stadium und habe ihm schon so grundlegende Dinge beigebracht, wie tatsächlich Textaufbau, also wie viele Zeilen hat ein Part und wie ist es mit Strophe und Refrain und sowas, weil er war ja bis dahin ein Freestyler gewesen und ich habe ihm auf jeden Fall beigebracht, Songs zu schreiben, auch diverse andere Sachen. Also das, was er dort gesagt hat, entspricht schon der Realität. Muss man da Talent haben oder sagst du, man kann das jedem beibringen? Ich kann es jedem beibringen, so ich habe dafür so ein Händchen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn du wirklich völlig talentfrei bist, dann kann ich dir vielleicht maximal beibringen, wie du auf den Takt Wörter sagst. Aber vielleicht klingt es dann immer noch scheiße, das kann ich leider nicht verhindern. Das hängt ja auch damit zusammen, wie klingt deine Stimme, was erzählst du überhaupt oder was hast du für eine... Wenn jemand lispelt, ich bin ja kein Logopäde, also da ist dann irgendwo mein Fähigkeitenbereich begrenzt. Du warst aber nicht nur sein Mentor, sondern ihr wart auch richtig gute Freunde. Ja. Wie war es für dich, als er dann zu Echo gegangen ist? Ja, scheiße. Richtig scheiße auf jeden Fall. Das war für mich eine Enttäuschung, so menschlich gesehen, so dass man sich auch überlegt hat, ja, wie konnte ich so falsch liegen in meiner Menschenkenntnis, in meiner Einschätzung von diesem Jungen. Aber gut, so, ich bin nur ein Mensch, wir machen alle Fehler. Ich versuche so gut ich kann daraus zu lernen und mich nicht nochmal auf so jemanden einzulassen. Und ich hoffe, dass ich es bis jetzt geschafft habe. Es war eine lange Zeit um dich ein wenig ruhig geworden. Warum? Ich habe gewartet, bis Bushido seinen Diss-Track rausbringt, damit ich meine Promophase dann anfangen kann. Nee, Spaß. Es war lange ruhig um mich, weil ich ein Label gegründet habe. Mein Bruder macht Rap, unser Label. Und da hat es erstmal extrem viel an Aufbauarbeit bedurft, keine Ahnung. Wir haben viel Arbeit machen müssen. Und dann mussten wir auch irgendwann akzeptieren, dass wir von der Gründungsstadt unseres Labels, Friedrichshafen am Bodensee, dass wir dort wegziehen mussten, weil es war einfach nicht möglich, die Infrastruktur aus dem Boden zu stampfen. Wir haben eine Großstadt gebraucht und dann sind wir nach Stuttgart gegangen. Und da haben wir dann nochmal uns neu zurechtfinden müssen. Ich habe Künstler gesigned, mich umgeschaut nach Talenten, habe die auch nochmal ausgebildet, ausgefeilt. So. Und das hat extrem viel Zeit gefressen dann natürlich. Und dann, wie es der Zufall wollte, oder vielleicht auch das Schicksal, kam dann Bushido seine 10 Minuten Leinwand-Story halt genau da, wo ich eigentlich fast mit meinem Album fertig war. Dann kam der Fokus nochmal auf dich. K1 hat sich aber bei dir auch offiziell entschuldigt. Für dich war das dann so erledigt. Dennoch hat es dich noch ein bisschen aufgewühlt. Er hat sich damals entschuldigt, als er gegangen ist. Ja, das stimmt. Ich habe die Entschuldigung angenommen. Ich nehme immer eine Entschuldigung an, wenn sie aufrichtig getroffen wird. Im Nachhinein bezweifle ich die Aufrichtigkeit der Entschuldigung. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass danach noch so viel vorgefallen ist und auch immer noch hinter den Kulissen vorfällt, dass er sich diese Entschuldigung sonst wohin stecken kann. Ist mir scheißegal. Er hat viele Sachen weiterhin von dir kopiert.
ob es musikalisch sind, Texte, auch Arbeiter, mit denen du gearbeitet hast, Grafiker? Künstler, so wie Shindy. Was sagst du dazu? Ja, scheiße, asozial. Also menschlich gesehen, unterste Schublade, meiner nicht im geringsten Wert, also das hier ist mehr wert. So. Wie ist euer Verhältnis momentan? Nicht existent. Ich habe kein Interesse an einem Verhältnis mit ihm. Ich sage das auch immer extra oft in Interviews, weil ich keine Lust habe, wenn er öffentlich nichts sagt, mir irgendwelche geisteskranken Nachrichten nachts um 5 durchzulesen oder auf meinem Handy Nachrichten zu bekommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte keinen Kontakt mit ihm und alles, was er sagen möchte, kann er gerne öffentlich machen, wovor er sich ja vornehmlich hütet. Album Nummer 5 steht an. Wie war die Albumphase? Mit wem hast du aufgenommen? Wer waren die Produzenten? Also, mit wem habe ich aufgenommen? Ich habe natürlich in erster Linie mit meinem eigenen Camp aufgenommen, mit Rapstar, Mussi, mit Thun und mit meinem Backup, dem Kel. Aber natürlich auch andere Kollegen, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich nach langer Zeit wieder ein bisschen in der Rap-Szene mit meinen Kollegen interagieren konnte. Motrip ist mit auf meinem Album, PA Sports ist auf meinem Album, Tua, BOZ und Butch. Und Gian, ein Sänger aus Stuttgart. Das dürften alle sein, oder? Ja. Dieser Morten, Entschuldigung. Entschuldigung, Morten, ja, dieser Morten auch, aus Berlin. Hat dein Album einen roten Faden oder ist einfach querbeet alles Mögliche drauf? Ja, er hat einen roten Faden, mein Leben so. Und die Geduld, wie der Titel schon sagt, auf jeden Fall. Wirst du da auch ein bisschen persönlicher? Kommst du da auch vielleicht auf Bushido, K1 zu sprechen? Auf Bushido nicht, weil ich... Ich habe mit Bushido ja bisher keinen Kontakt gehabt. Ich habe mich auf Twitter erkenntlich gezeigt für seine Erwähnung und er hat auch darauf eine Erkenntlichkeit in Form von einer Antwort. Danke für die Wahrheit. Ja, genau. Und er hat halt Ehre, wem Ehre gebührt, geschrieben. Aber ansonsten habe ich habe ihn noch nie, also ich habe ihn einmal gesehen auf dem Splash. Da waren Kay und ich zusammen unterwegs. Da haben wir ganz kurz mit ihm geredet. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich in jeglicher Form irgendwie mit ihm großartig mich unterhalten habe. Deswegen ist ja auch auf meinem Album nicht Thema, sondern Sachen, mit denen ich selbst zu tun hatte. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, natürlich auch Kay und andere Sachen so, aber halt mein Leben. Sprichst du da oder thematisierst du Kay direkt oder ist es eine Kunstfigur? Nö, ich thematisiere ihn direkt. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich ja schon mal geäußert, dass ich den Diss-Track nicht veröffentliche, vorerst. Man weiß ja nicht, wie er sich weiterhin verhält. So, da ist er. So, und ich habe auch kein Problem, ihn rauszuhauen, wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt doch nötig ist. Aber der Track ist auf jeden Fall momentan nicht auf dem Album drauf. Trotzdem fällt immer wieder natürlich auch sein Name, weil er hat ja auch in meiner Vergangenheit eine Rolle gespielt. Darfst du schon verraten, wann das Album veröffentlicht wird? Ja, am 21. November. Videoauskopplung für das neue Album? Da wird einiges kommen. Wir haben echt so viel vorbereitet, Videos abgedreht. Ich habe auch, so wie meine ganzen Kollegen, eine YouTube-Serie. Aber meine ist ein bisschen anders und auch, glaube ich, für den einen oder anderen, der sich für mich und meine Geschichte interessiert, interessant. Du hast dich mal als ersten und besten Double-Timer beschrieben. Gilt das heute noch? Ja gut, guck mal, es ist ja Geschmackssache. Und es gibt ja auch diese Typen, die da im Guinness-Buch der Rekorde sich hinstellen und ohne Beat oder sowas machen. Auch selbst dort könnte ich mich auch beteiligen, aber das ist für mich dann irgendwann keine Musik mehr. Deswegen, wenn jetzt irgendjemand nicht glaubt, dass ich der beste oder schnellste Double-Timer bin oder dass Kollege schneller ist, von mir aus. So. Aber ich bin echt verdammt gut so und ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der das gemacht hat und ich habe das auch heute, glaube ich, bei One Mike zum Besten gegeben. Du hältst dich jetzt aber ein bisschen mehr zurück als vielleicht in einem vorherigen Interview, da hast du nämlich gesagt, ja, ich war der Erste und ja, ich bin der Beste. Okay, ich stehe auch zu dem, was ich gesagt habe, selbstverständlich. Die Sache ist nur folgende, ich kann ja unmöglich kontrollieren oder nachprüfen, ob... Als ich angefangen habe, Double Time zu rappen, was noch in den 90ern war, ob da auch jemand anderes das irgendwo gemacht hat, kann sein. Aber ich glaube, auf Platte,
auf Platte im Handel, im Mediamarkt, bla bla bla. Da waren wir auf jeden Fall die Ersten, die so gerappt haben. Na klar gab es davor Neon Gelb von Savage und Sammy hat auch immer Double Time gemacht. Aber das war halt immer dieses Double, da Bubble, da Bubble, da Ba, Bubble, da Ba. Und wir waren dieses, das war halt, wir haben es ja Triple Time damals sogar genannt, weil wir so verdeutlichen wollten, wir sind sehr viel schneller. Und deswegen, klar, ich nehme mir das schon raus. Nur, ich muss ja jetzt nicht den ganzen Tag immer voll die Welle machen. So, die Welle macht meine Musik von alleine, glaube ich. Wie viel davon ist auf deinem Album zu hören? Viel. Dieses pure einfach von A bis Z ohne Abwechslung monoton durchflowen, das finde ich langweilig. Aber ich glaube, dass wirklich auf jedem zweiten Song Double-Time-Abfahrten sind, wo sich echt die meisten Rapper doppelt umgucken müssen, um mitzukommen. Was ist dein Lieblingstrack vom Album? Boah, das ist echt schwer, das ändert sich auch andauernd. Aber momentan dürfte mein Lieblingstrack von meinem Album, ich sage den Satz langsam, damit ich überlegen kann, das Intro sein. Warum das Intro? Weil ich einen interessanten Gast auf dem Intro habe. Den du noch nicht verraten möchtest. Du kannst hell sehen. Dann erzähl uns ein bisschen über den Track. Es ist ein Track, der halb Track, halb Intro ist. Ja, ich werde nicht zu viel darüber sagen, weil ich die Spannung nicht vorwegnehmen will, aber es wird etwas erzählt und aus dieser Erzählung entsteht etwas anderes, was, glaube ich, vielen Rap-Fans gefallen wird. Wie viel in deinen Texten auf deinem Album ist Plattitüde? Wie viel ist wirklich alles Real Talk? Ich würde behaupten, 95% Wahrheit und 5% Rap-standardmäßiger Übertreiber-Style. Aber ich würde echt behaupten, dass fast alles 100% echt ist und kein hirnloses Gerede. Was hältst du von einem Format wie Rapper Mittwoch, das Rappern deutschlandweit die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren? Finde ich super, finde ich Hammer. Ich habe natürlich auch wie alle anderen dieses Battle von Lars verfolgt und war auf jeden Fall beeindruckt über seine Live-Qualitäten oder auch natürlich auch seine Battle-Qualitäten. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um Rapper nochmal auf einer anderen Ebene zu beobachten, als nur in fertig inszenierten Videos und unendlich bearbeiteten Studioaufnahmen. So, da sieht man halt wirklich, was ein Rapper drauf hat. Ich bin absolut für sowas. Kannst du dir vorstellen, vielleicht mal als Gremium-Mitglied mitzumachen? Klar. Auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht nach in Stuttgart kommt oder in Stuttgart einen Rapper Mittwoch machen wollt, da komme ich doch gerne rum. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ich mich auch. Und dann kommen wir jetzt zu den Fanfragen. Daniel Möller fragt, sein Lieblings-Double-Time-Rapper? Mein Lieblings-Double-Time-Rapper, ganz klar, Twister. Peter Seppko fragt, Jesus, machst du mal bei Rapper Mittwoch mit? Gruß aus Göppingen. Kann ich dir jetzt noch nicht sicher sagen. Ich habe auf jeden Fall die Bedingung, dass ich Battles immer nur Freestyle mache. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Zurück nach Göppingen, liebe Grüße. Sandro Mancuso fragt, würde Jesus wieder nach langer Zeit ein Feature mit K1 machen? Nein, niemals absolut in meinem ganzen Leben. Nein, danke, ciao. Ioannis Mitkis fragt, warum machst du kein Feature mit Shindy? Weil wir einvernehmlich entschieden haben, dass wir keins machen. Steven Gores fragt, warum habt ihr gestern in Stuttgart nicht Warum Remix gebracht? Weil so viele geile Typen auf einmal auf der Bühne waren, dass ich nicht noch dazu reingepasst hätte. Ich habe draußen gewartet. Marco Zivanovic fragt, wie heißt du in Wirklichkeit und was denkst du, wie erfolgreich GLDG wird? Leonidas, ziemlich erfolgreich. Kottbauer Markus fragt, was hältst du von Flair? Also musikalisch gesehen muss ich zugeben, dass ich es in der letzten Zeit uninteressant fand. Ich habe aber auf jeden Fall definitiv in der Vergangenheit immer wieder Sachen von ihm sehr gut gefunden. Johnny Garcia fragt, du bist ein guter Rapper, aber sehr unbekannt. Rappst du aus Liebe zur Musik oder für deine Fans? Warum rappst du? Weil ich es kann. Nikos Morates fragt, die 5 besten Rapper Deutschlands sind... Boah, die 5 besten Rapper Deutschlands sind Savage, Sammy. Trotz allem, Kollega gehört auch dazu, das muss man einfach zugeben. Boah, ich mir 2 Stück noch. Ich kann mich so schlecht einschränken. Und wir. Onokan Göksen fragt, Rapster Newcomer, richtig hammerter Typ. Wie hast du ihn entdeckt? Ich bin damals auf einem Konzert von Buba gewesen
Und da hat er die Security gemacht und da haben wir uns kennengelernt. Das war im Talk mit. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Zwei weitere findet ihr auf der Seite. Hier unten könnt ihr uns abonnieren. Findet auch weitere Infos über unsere Social Networks und unseren Shop. Und wenn euch das Video gefallen hat, einmal liken. Wir freuen uns auf eure Comments. Findet ihr auch, dass er der beste Double-Time-Rapper ist? Einfach hier drunter. Peace.